herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ihr Lieben, ich habe was bestellt. Und zwar beim Stefan Flieger bei seiner Firma Schmelzer Heisel 3D Druck und mehr. Seine Firma ist auf Facebook. Aber ich erkläre euch noch ein paar andere Sachen. Falls ihr nicht bei Facebook seid, habt ihr auch andere Möglichkeiten, daran zu gelangen, wenn ihr möchtet. Ja, und zwar, da ist das Päckchen. Ich habe es schon mal aufgeschnitten, dass ich hier nicht lang drumherum schneiden muss. Und zwar, dann machen wir das mal auf. Oh, das sieht ja schon mal schön aus. Ich liebe ja, wenn so Seidenpapier eingepackt ist. Das mag ich ja total. Da stehe ich ja voll drauf. Machen wir mal weg. Einmal, das lag hier oben drauf. Rechnung habe ich auch schon rausgenommen. Also nicht das Wunder, ich habe nur aufgemacht. Ah ja, Rechnung habe ich auf die Seite geklickt. Ne? War auch drin. Dann haben wir hier ein Thank You. Oh, ich glaube, das ist ein Giveaway. Also ein Gutschein. Ein Geschenk. Ein Goodie, wollte ich sagen. Ah, das sind bestimmt meine zwei Schiffchen. Thank you for supporting my small business. Ja, sehr gerne, lieber Stefan. Ich habe zwei Schiffchen bestellt und einmal habe ich noch hier ein Geschenk dazu bekommen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dann machen wir mal das Geschenkchen als erstes auf, würde ich sagen. Und alles, ihr habt gesehen, alles schön sorgfältig eingepackt im Karton. So. Oh, ich bin gespannt. Ein kleines Schiffchen. Wie schön. Schaut euch mal das an. Das ist ja mal cool. Das Schiffchen hat so mehr Farben. Schön sauber gedruckt. Sehr, sehr gut. Wirklich ordentlich gedruckt. Das sieht man richtig. Seht ihr, man sieht keine Absätze. Manchmal bei manchen Händlern hat man diese Absätze. Hier, das sieht man vor allem bei diesen, also bei den Erhöhungen, bei diesen Stäben, dass am Ende als die Absätze sind vom Drucker. Aber auch hier am Ende total schön sauber gedruckt. Super. Super Schiffchen. Toll. Doch, wirklich schön. Voll cool mit den zwei Farben. Das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Mit diesen changierenden Farben. Richtig, richtig schön. Und dazu gibt es hier so ein kleines Ding. So, da war jetzt gerade die Post bei mir geklingelt. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat im Video. Und zwar, dann schauen wir uns jetzt mal hier einmal den Stöpsel an. Das ist ja schön hier mit diesen Glitzerflakes drin. Also mit diesen... Toll. Mein anderes, das ist so... Normalerweise sind die ja hier so fest, ne? Oh ja, das geht aber gut. Bin mal gespannt, wie das ist. Wenn die Steinchen bis hier vorfallen, aber die dürften trotzdem nicht rausfallen. Sehr, sehr cool. Und ich liebe kleine Schiffchen, muss ich ehrlich sagen. Weil zum Beispiel, wenn man viel Konfetti hat, viele oft Farbwechsel, braucht man ja nicht oft viel, nicht so viel, ne? Und dann sind die perfekt. Ja, also vielen Dank euch für dieses tolle Geschenk. So, dann fangen wir mal an mit dem, was ich mir bestellt habe. So rum ist es, glaube ich, ja. Super schön, dass ihr das so einpackt in Seidenpapier. Das gefällt mir richtig. Ich mag sowas total. Ja, ich freue mich. Und zwar haben wir hier eine Zuckerstange. Ich habe mich überhaupt kein Diamond Painting Zubehör. Ich habe nur so klassisches halt, ne, für so fürs ganze Jahr. Und da muss jetzt mal was Weihnachtliches her oder Winterliches, ne. Ja, total schön. Er hat drei Weihnachtsschiffchen. Ich sage euch, wenn ich das andere ausgepackt habe, was er noch hat.
Total schön. Schaut mal hier oben. Das wurde dann hier so mit so, denke ich mal, mit so Harz ausgegossen. Total schön. Und auch hier, wie ihr sehen könnt, ganz, ganz sauberer Druck. Auch an den Enden keine Nöppel. Das ist mir immer wichtig, weil dann die Steine nicht richtig rutschen. Und dann haben wir auch wieder, seine Stöpsel sind alle so. Ach Gott, ist das goldig. Schaut mal hier mit den Lebkuchen und den Schneeflocken drin. Ach Gott, wie schön. Und einmal flop. Total toll, oder? Wir schauen uns auch noch einmal an, wie die Steinchen drin liegen. Richtig schön und von hinten. Ja, ganz glatt. Also, der Stefan kann das schon, muss ich echt sagen. Toll. Toll, toll, toll. Ich freue mich. Ja. Und noch eine ganz wichtige Information habe ich an euch. Also, alle, die bleibt bitte dran und schaut weiter. Es gibt noch wichtige Informationen für euch. War diesen Weihnachtsstiebel. Oh, ist das schön. Schaut euch mal das an mit der Zuckerstange da drin, dem Geschenk und der Weihnachtskugel. Ist das nicht schön? Und mit dem, also wirklich schön. Und alles ganz, also ganz, ganz glatt, nicht uneben irgendwie. Und hier oben am Stiebel die Sternchen. Super schön. Und auch hier. Jetzt ordentlich gedruckt aus. Oh Gott, wie süß. Der hat er jetzt so rum reingesteckt. Ja. Oh, jetzt gut reingesteckt. Und einmal haben wir hier so einen weißen und auch versüßt mit auch Lebkuchen und Schneeflocken. Oh, ist das süß. Für den Stiefel. Und die sind auch gar nicht so schwer. Ich habe gedacht, die wären arg schwer, ne? Wegen dem, weil das so ausgefüllt ist, aber das macht es überhaupt nicht schwer. Also die sind ganz angenehm in der Hand. Und super, super schön. Also, er hat diese beiden und dann hat er noch einen Weihnachtsmannkopf, also so ein Nikolauskopf, ne? Da sieht man die Mütze unten im Bart. Und vielleicht kann ich euch auch irgendwo ein Foto einblenden. Das mache ich vielleicht. Dann seht ihr das mal. Und die Schiffchen waren auch gar nicht teuer. Ich kann jetzt auch mal sagen, was die gekostet haben. Also die sind wirklich nicht teuer. Also der Stiefel hat gekostet 13 Euro. Und die Zuckerstange hat nur 10 Euro gekostet. Und Versand waren 6 Euro. Ja. Also wirklich toll. Und ich weiß nicht genau, was der andere kostet. Also wird auch zwischen 13 und 10 Euro wahrscheinlich kosten, denke ich mal. Und für alle, die bei ihm über mich bestellen und ihr denn das Kennwort Heidi eingebt, dann bekommt ihr auch ein kleines Geschenk. Ich weiß nicht, ob es sowas ist. Also das kann ich jetzt nicht versprechen. Er wird auf jeden Fall euch ein Goodie reinlegen. Und wenn ihr bei ihm bestellt, über meinen Namen. Ihr habt einmal die Möglichkeit, für alle, die nicht auf Facebook sind, habt ihr die Möglichkeit, auch über seine E-Mail-Adresse, die ist natürlich auch unten in der Videobeschreibung, und einmal oder über WhatsApp zu bestellen. Ihr könnt auch wirklich auch Sonderwünsche, wenn ihr sagt, ihr habt bestimmte Wünsche, ihr wollt jetzt vielleicht euch was herstellen lassen. Aber ich weiß, dass einige sich schon was personalisiert haben lassen. Da könnt ihr auf jeden Fall ihn auch an, drauf ansprechen. Ansonsten, diese Weihnachtsschiffchen sind total toll. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal jetzt an, wie die Steinchen liegen. Ich hole gerade mal ein paar Steine her, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Bin gleich wieder bei euch. So, ich habe mir gerade einen Koffer hergeholt, der war gerade griffbereit. Dann schauen wir mal. Ja, welche Farbe nehmen wir denn? Irgendwas, was man gut sieht vielleicht. Mint. ich glaube, das sind die Steinchen von meiner
Mottentänzerin. So, machen wir mal Steinchen rein. Flupp. Also ich weiß, er hat, glaube ich, die kleinen Schiffchen auch im Verkauf. Er macht auch Coverminder und macht auch Stifte, Gläser. Und ihr könnt bei ihm bezahlen per PayPal oder per Überweisung. Ja, liegen schön drin, oder? Lässt sich auch echt gut schütteln, ne? Wie so ein großes. Kann man ja mal gucken. Ne, da fliegt nichts rein, ne? Weil es hier zu ist, weil der Schnabel hier zu ist. Ja, schön. Sieht schön aus. Mal gucken wir mal, wie es zum Ausschütten ist. Die Dose ist jetzt natürlich sehr voll. Ist immer hoppla. Nicht daneben schütten. Ist immer ein bisschen blöd zum Ausschütten. Aber geht super. Ne? Verstopft nichts. Ging gut raus. Öffnung ist also auch groß genug. So, machen wir da rein. Vielleicht haben wir ja auch mal, haben wir noch hier so ein Rot vielleicht. Muss mal gucken. Ja, so ein Rotbraun habe ich hier. Das passt doch vielleicht eher. Also machen wir hier. Ach, da würde ich eher die Steine vielleicht eher so kippen. Auch die liegen schön drin, oder? Man sieht auch, dass die Rillen nicht zu groß sind. Ich habe auch schon ein Schiffchen gehabt, da waren die Rillen zu breit. Da hat man richtig gesehen, dass sie so liegen, ne? Weil die zu viel Platz haben zwischen Rillen. Aber die liegen gut. Da kann man auch gut so mit Mehrfachaufsetzer setzen, ne? Ja, schön. Und auch hier gucken wir mal, wie sie es ausschütten lässt. Oh, jetzt habe ich auch mal Weihnachtszubehör. Ich habe mich überhaupt gar kein Wein. Und er macht auch schöne Stifte. Er macht so Harzstifte sind es, glaube ich. Epoxidharzstifte. Also, ja, und die gehen auch sehr, sehr gut durchs Ausguss, durch den Schnabel hier vorne. Sehr, sehr schön. Ja, sollen wir das ja auch noch testen? Was machen wir da rein? Eine dunkle Farbe. Vielleicht ein bisschen viel. Ja. Ja, super, oder? Super, legen die sich. Sehr, sehr schön. Ja, also prima, bin zufrieden. Ich freue mich jetzt, die zu benutzen. Jetzt, wo die Winter- und Weihnachtszeit kommt. Und ja, jetzt habe ich mal ein paar neue Schiffchen. Sehr, sehr schön. Ich meine, ich habe schon Schiffchen, aber keine Weihnachtsschiffchen. Ja, ich freue mich. Vielen, vielen Dank auch für das schöne Schiffchen. Freue ich mich sehr drüber. Und wie gesagt, schreibt einfach das Kennwort Heidi mit dazu. Dann weiß der Stefan Bescheid. Er darf euch ein Goodie dazulegen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Würde mich freuen über euer Kommentar. Vielleicht habt ihr ja auch schon beim Stefan Flieger bestellt. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben und wie zufrieden ihr wart. Das würde den anderen natürlich auch sehr, sehr helfen. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut. Ciao.